Mit kranken Menschen darf man keine Gewinne erzielen. Und das macht mich sauer. Viele Leute werden schlechter und falsch versorgt, weil einfach nicht genügend Personal da ist. Sehr dramatisch, saß eigentlich an der Bettkante, hat gegessen und dann kam nur noch Blut aus dem Mund raus, wie so eine Fontäne. Unter diesem Pflegenotstand, den du angesprochen hast, würdest du sagen, dass deshalb mehr Menschen sterben? Hallo, hallo, hallo. Hi. Hallo Dominik, ich grüße dich. Hi, ich grüße dich auch. Alles klar, soweit? Ja, bei dir auch. Super. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Ja, selbstverständlich. Ja, ich bin der Dominik, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie. Ich arbeite seit 2014 in der Pflege, bin aktuell auf einer Intensivstation und in der zentralen Notaufnahme tätig. Okay, ja, ich bin super gespannt. Ich muss auch den Zuschauern dazu sagen, wir sehen uns nicht zum ersten Mal. Wo haben wir uns das erste Mal gesehen? Wir haben uns bei mir vor der Tür getroffen. Das ist eigentlich ganz lustig. Da habe ich dich gesehen und bin einfach mal auf dich zugekommen und habe gesagt, hey, wir müssen was zum Thema Pflege machen. Und ich dachte mir erst, oh, das kannst du doch nicht bringen, kannst du doch nicht so ansprechen, aber du hast total cool reagiert und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier. Ja, er hat mich so gepackt und gesagt, wir müssen. Nein, hat er nicht. Es war super entspannt und ja, jetzt hat es geklappt. Ich bin super gespannt, was du mir heute zu erzählen hast und ich werde dir heute viele Fragen stellen. Wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest oder darfst, sag das bitte, dann musst du das nicht. Aber die Zuschauer freuen sich, ich freue mich auch, wenn wir dich heute kennenlernen und wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Freue mich absolut, wir können gerne loslegen. Dominik, du hast gesagt, dass du auf einer Intensivstation arbeitest. Was ist das genau? Genau, eine Intensivstation ist ein sehr spezieller, also ein sehr spezieller, komplexer Bereich. Und auf einer Intensivstation liegen in der Regel eigentlich nur Menschen, die entweder eine größere OP bekommen haben und dann noch standardmäßig einen Tag überwacht werden müssen. Oder Menschen, die halt sehr, sehr krank sind, die vielleicht ganz akut was haben. Zum Beispiel wie jetzt in der Corona-Pandemie das Jahr war, dass ganz viele Menschen halt sehr starke Covid-Erkrankungen hatten und dann halt künstlich beatmet werden müssen. Oder wenn man vielleicht eine kritische Blutung hat, einen Verkehrsunfall oder ähnliches. Also schon kritisch krank und immer die Situation zwischen Leben und Tod. Wann war dir klar, dass du in die Pflege möchtest, in die Krankenpflege möchtest, irgendwas mit Medizin machen möchtest? War das schon in deiner Kindheit dein Berufstraum oder was hast du als Kind dir so vorgestellt? Man muss dazu sagen, ich hatte eine komplizierte Vergangenheit. Ich war nicht der Beste in der Schule. Mir wurde in der Schule immer gesagt, du wirst nie was erreichen, du bist nichts wert. Dann verliert man auch so ein bisschen seinen Weg und weiß auch nicht so ganz, wo geht's eigentlich hin. Nebenbei habe ich beim Jugendamt gearbeitet und habe mich so für Kinder und Jugendliche eingesetzt mit Migrationshintergrund. Dann bin ich mal 2 Jahre in die USA gegangen und dachte mir, ach, kriegst du mal den Kopf frei, schaust mal, wohin es mit deinem Leben gehen kann. Und als ich dann wiederkam, habe ich ein freiwilliges soziales Jahr im Krankenhaus gemacht. Und auf einmal habe ich gemerkt, hey, so, du kannst das voll gut. Das Feedback war super. Ich habe gemerkt, mich hat das auch alles interessiert, auch dieses tiefgründige Reingehen, also auch dieses medizinische Wissen, dann diese pflegerischen Kompetenzen. Ja, und dann habe ich mir einfach gedacht, hey, das liegt dir, das macht dir Spaß, du bist da anscheinend auch ganz gut drin. Wie war so dein erster Tag? Erinnerst du dich noch an den ersten Tag im Krankenhaus? Es war eine verrückte Welt. Also ich dachte mir, boah, wo bin ich hier? Also was läuft hier eigentlich ab? Was sind das alles für Menschen, die hier rumlaufen und diese ganzen Strukturen? Aber ich war irgendwie direkt angefixt. Ich fand das direkt total interessant, auch so mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und denen einfach helfen zu können. Also nicht irgendwie von wegen, ich bringe dir jetzt nur ein Glas Wasser oder ich bringe dir was zu essen, sondern halt auch mit pflegerischen Tätigkeiten. Zum Beispiel im Praktikum durfte man ja noch nicht so viel machen, aber wenn man Leuten geholfen hat, nach einer OP zum ersten Mal aufzustehen, so die Kreislaufsituation einzuschätzen, vielleicht Schmerzmittel anzuhängen, bei der Grundpflege, Grundversorgung zu helfen. Das sind ja so Sachen, die für uns alltäglich sind, aber für Menschen im Krankenhaus halt nicht mehr. Wenn du zum Beispiel beide Arme gebrochen hast, so ist ja egal, wie alt du dann bist, du brauchst dann einfach Hilfe. Und umso schöner, wenn du jemanden hast, der dir dann irgendwie helfen kann, aber auch auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau. Also das ist dann so, was mir auch so sehr gefallen hat. Ich glaube, dann bist du jetzt irgendwo auf einer Intensivstation gelandet. Genau, also ich bin tatsächlich direkt nach der Ausbildung auf die Intensivstation gegangen. Das war schon heavy, also das war wirklich, das war krass. Die ganzen 3 Jahre Ausbildung waren einfach weg. Also das hat nichts gebracht, weil die Intensivstation ist nochmal was ganz anderes. Also das ist nochmal komplexer, ist nochmal spezieller. Ja, man sieht ja hier so ein bisschen im Hintergrund auch so Geräte, Beatmungsmaschine. Die Beatmungsmaschine zum Beispiel, die wird von der Pflege gesteuert und gelenkt. Das ist unsere Verantwortung. Die ganzen Perfusoren, die laufen, also die Medikamente, die über die Spritzenpumpen laufen. Ernährungstherapie, Blutdrucktherapie.
All das muss man alles können, wissen, die Geräte auch noch kennen und sie auch noch steuern und lenken und dann auch noch die ganzen Medikamente kennen, wie man sie aufzieht, wie man sie anwendet, welche Wirkungen haben sie, welche Nebenwirkungen. Also das sind jetzt nur ganz wenige Sachen, das waren glaube ich 10% von dem, was wir wissen müssen. Aber das ist erstmal überfordernd. Okay, ich hätte jetzt gesagt, der Arzt, der regelt das. Jetzt sagst du, nee, so eine Beatmungsmaschine, das ist dann schon auf unserer Verantwortungsseite. Was passiert denn, wenn du dann da irgendwas falsch einstellst? Das muss auch sein, natürlich in Rücksprache und Absprache mit Stationsarzt oder Ärztin. Es kann ja auch nur gemeinsam gehen. Und ja, wenn wir was damit falsch machen, dann kann da der Patient oder die Patientin Schaden von tragen. Und das ist so der andere Aspekt, diese Verantwortung, in die man halt reinwächst. Ist dir denn schon mal ein Fehler passiert? Es ist mir mal ein Fehler passiert und da habe ich ein Medikament doppelt gegeben. Das hört sich jetzt erstmal nicht schlimm an. Das war aber ein Medikament, was die Gefäße sehr weit stellt. Und wenn die Gefäße sehr weit gestellt werden, dann kann es viele Komplikationen auch auf anderen Ebenen haben. Und es war Nachtdienst, es war mein 6. Nachtdienst in Folge und ich war platt. Es war, glaube ich, die 2 oder 3 Uhr Runde. Dieses Medikament muss man öfter geben. Und dieser Patient war wach sogar. Das hat man auf der Intensivstation nicht so oft. Und der war schon ein bisschen verwirrt, weil der schon 6 Tage auf diesem Intensivzimmer lag. Also der hatte eine Hirnblutung, die überwacht werden musste. Und der ist schon so delirant geworden. Also der hat sich schon verändert. Der hat Halluzinationen gehabt, weil er halt 6 Tage in diesem Zimmer war. Das heißt, der war nicht mehr ganz hundertprozentig gut einzuschätzen. Der war nicht mehr so im Hier und Jetzt. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich ihm das Medikament gegeben hatte um 2. Und dann habe ich überlegt und dachte mir, Mensch, das kann doch nicht sein. Du musst es doch gegeben haben. Ich hatte es aber nicht abgehakt. Es kam mir irgendwas dazwischen, weil wir haben ja nicht nur einen, den wir versorgen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe denen das nicht gegeben. Ich hätte es sonst abgehakt. Ich hake das immer ab. Ich dokumentiere das sofort. Und dann habe ich ihnen das nochmal gegeben. Und dann irgendwie wie so ein Geistesblitz, Mist. Du hast es ihm doppelt gegeben. Ist dir eingefallen? Ja, ist mir dann eingefallen. Aber nachdem er es genommen hat, irgendwie kam wie so ein Geistesblitz so, nein, du hast ihm das gerade gegeben. Gut, dann dachte ich mir, ja, passiert. Ist blöd. Ich bin direkt zur Stationsärztin gegangen, habe ihr gesagt, pass auf, mega unangenehm. Also wirklich, mir war das, ich habe mich im Grund und Boden geschämt, hatte auch Angst ein bisschen, dass ich jetzt irgendwie einen Fehler gemacht habe. Ich habe ihr das erklärt und sie meinte direkt, hey, alles gut, kann passieren. In der Regel ist das nicht so schlimm, der ist ja stabil und wird schon alles gut gehen. Wir schauen jetzt nochmal intensiver da drauf. Ich hatte natürlich die ganze Zeit Panik, die ganze Zeit geguckt, aber der ist ein bisschen mit dem Blutdruck ein bisschen weiter runtergegangen, brauchte ein bisschen mehr Sauerstoff. Also es war wirklich so in so einem kontrollierten Rahmen. Das hätte wahrscheinlich, wenn ich es niemals gesagt hätte, hätte es keiner mitbekommen. Aber ja, mir war es halt einfach wichtig, offen darüber zu sprechen. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, boah, Mist. Ich finde es super, dass du so offen auch über so einen Fehler sprichst. Aber das ist halt genau der Punkt. Es passieren Fehler, wo Menschen arbeiten. Und man muss halt versuchen, dass die Fehler so wenig wie möglich sind, gerade an so einem Ort, wo es um Leben und Tod geht. Und dann im Zweifelsfall, wenn man selber was verbockt hat, offen darüber reden. Jetzt hast du gerade schon angeschnitten, dass es je weniger Stress da ist, dass es dann auch entspannter ist und weniger Fehler passieren, logischerweise. Gibt es eine Situation, wo du dich daran erinnerst, wo es dich emotional auch richtig belastet hat? Oft ist es so, dass es vielleicht auch gut ist, wenn man die eine oder andere Situation verdrängt, die belastend war. Aber mir fällt zum Beispiel eine Situation ein, das war ein Nachtdienst auf der Intensivstation. Und wir haben bei uns auch den Reanimationsfunk, also den innerklinischen Notfallfunk. Das heißt, wenn auf einer Normalstation ein Notfall ist, dann werden wir von der Intensivstation mit dazu gerufen, dass wir dann halt wiederbeleben können oder halt weitere Maßnahmen machen können. Und es war, glaube ich, 1 oder 2 Uhr nachts und dieser Funk ging. Und es am Telefon, die Person war schon panisch, sehr dramatisch, hat nur geschrien, hier ist alles voller Blut, wir brauchen unbedingt Hilfe, es ist eine ganz junge Patientin. Dann sind wir da hochgekommen und es waren, glaube ich, 7 oder 8 Leute in diesem Zimmer. Es war Panik so, also es haben wirklich Leute auch rumgeschrien. Die waren in der Situation schon am Wiederbeleben. Das heißt, es war dramatisch und ich habe gesehen, alles ist voller Blut. Also ich habe wirklich nur Blut gesehen, ich habe diesen Menschen gar nicht mehr gesehen, der da lag. Dann habe ich halt gesagt, okay, zu der Person, die da war, ich löse dich ab, ich übernehme, habe angefangen erstmal zu reanimieren, damit wir erstmal eine gute Reanimation hatten. Meine Ärztin, die mitgelaufen ist, hat dann gesagt, okay, ich werde sie jetzt intubieren, das heißt also einen künstlichen Beatmungszugang setzen. Das macht man so in so einer Reanimationssituation. Und dann habe ich mich ablösen lassen wieder und habe alles vorbereitet für die Intubation halt und habe die Medikamente aufgezogen. Wir haben das so ein bisschen kontrolliert, haben das erstmal professionell durchgezogen. Haben sie dann noch vor Ort intubiert
Und dann haben wir das so ein bisschen aufgearbeitet. Wer ist das? Wie alt ist die? Dann kam ich wieder raus, ja, junge Patientin, 24, hat eine Leukämieerkrankung, die jetzt so seit ein paar Monaten erst diagnostiziert war. Irgendwie sehr dramatisch, saß eigentlich an der Bettkante, hat gegessen und dann kam nur noch Blut aus dem Mund raus, wie so eine Fontäne. Und dann war es so, wir müssen runter auf die Intensivstation. Und da haben wir dann noch 2 Stunden weiter wiederbelebt. Und es war wirklich, wir haben ganz viele medizinische Sachen da gemacht, die wahnsinnig, also die in so einer Kürze der Zeit, in diesem Setting, also eine Thoraxdrainage gelegt, das ist eigentlich ein Eingriff, der wird oft im OP gemacht oder halt irgendwie im Schockraum. Das haben wir noch auf Station gemacht und wirklich 2,5 Stunden. Und dann war irgendwann dieser Zeitpunkt, wo jemand meinte, Leute, wir müssen aufhören. Und also nein, die ist 24, wir können nicht aufhören. Wirklich, ich war komplett voller Blut. Also wirklich, mein ganzes Bein hat im Blut getrieft. Meine Hände, ich konnte eigentlich gar nicht mehr. Und wir waren alle fertig. Und dann kommt diese eine Person, es war richtig, aber sie meinte, wir müssen aufhören. 2,5 Stunden. Alles, was jetzt noch passieren würde, selbst wenn sie es irgendwie überleben würde, wäre eigentlich nicht mehr lebenswert. Und dann haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir das einstellen. Also, dass wir nicht mehr weitermachen. Und das war erstmal dann so Stille. Man hat so diesen Raum angeguckt und hat sich so gedacht, was ist hier gerade eigentlich passiert? Was haben wir hier gerade eigentlich alles auch gemacht und noch geleistet und versucht und gekämpft und getan? Ja, es hat aber nicht gereicht. Und das war nur eine Geschichte jetzt, aber das ist die Realität. Ich finde es sehr wichtig, dass wir darüber reden. Sehr wichtig, dass auch junge Menschen da draußen das hören und auch ältere Menschen, die zuschauen, das hören, weil du sagst das schon richtig. Das ist jetzt vielleicht nicht jeden Tag 5-mal in der Form, aber ihr macht sowas regelmäßig und das ist halt euer Job. Wie anstrengend ist denn dein Job, wenn du dir so von 1 bis 10 irgendwie sagst? Also 1 ist irgendwie Homeoffice auf den Malediven und 2 Stündchen am Tag rumtippen und 10 ist, ich kann nicht mehr, wo bist du da unterwegs? Ich glaube, dass das schwankt. Also wenn ich jetzt sagen würde, es wäre immer 10, dann wäre es auch ein bisschen gelogen. Es bewegt sich, glaube ich, so zwischen 5 bis 10 immer. Es gibt natürlich auch mal Tage, wo vielleicht auch mal 2, 3 Bettplätze für eine Schicht oder so frei sind, wo wir relativ gut besetzt sind. Aber es kommt ja mehreres dazu. Zum einen ist es die körperliche Anstrengung. Das heißt, wir sind ja die ganze Zeit am Laufen. Wir sind eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Dann kommt halt noch diese emotionale Belastung dazu. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das macht einen auf Dauer auch kaputt. Wenn man da nicht den Freizeitausgleich hat und wenn man sich nicht auf sich achtet und vielleicht auch ein bisschen da mal differenzieren kann und das mal anders betrachtet, dann macht das einen fertig und da muss man halt aufpassen. Leider steigt diese Arbeitsbelastung, dieser Druck steigt immer mehr. Wir hören es, also wir sehen es ja tagtäglich. Personalmangel ist ja in der Pflege, glaube ich, ein Thema, was seit 10, 15 oder 20 Jahren sehr, sehr präsent ist oder wo viel drüber gesprochen wird. Und die Situation verschärft sich halt zunehmend und man merkt das. Ich habe gesehen, dass sogar da draußen über Monate hinweg ein Zelt war. Und ich bin selber routinemäßig immer mal hier, weil ich lasse regelmäßig einfach mal Sachen gucken und war dann hier und dann sollte irgendwas geröntgt werden. Und dann fiel auf, okay, wir können heute nicht röntgen. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Und es war zum Glück kein Notfall. Aber es war halt kein Röntgen möglich. In dem Fall, weil ihr gestreikt habt. Und dann habe ich mir erst gedacht, okay, ist ja blöd, ich bin jetzt extra hergekommen. Aber die werden ja schon irgendeinen Grund haben. Dann bin ich mal rausgegangen und habe da gefragt, wie sieht es aus, was bewegt euch? Und die haben mir erklärt, okay, wir sind die, die am ehesten wissen, dass da drinnen gerade Menschen leiden, Menschen zu kurz kommen und vielleicht sogar sterben, weil wir hier draußen sind. Aber wir können nicht mehr. So sehr wir wollen, wir können diese Arbeit so nicht mehr machen. Menschen, genau wie du hier heute sitzt, stehen plötzlich da draußen über Monate hinweg und haben irgendwelche Forderungen. Ich bin jetzt nicht dabei gewesen. Ich weiß nicht, was die Forderungen sind oder warum ihr da rausgeht, wenn eigentlich hier drinnen der Bär tanzt. So, aber vielleicht kannst du mir erklären, was hier das Problem ist. Ja, du hast sehr, sehr viel Gutes ist auch schon so gesagt in deiner Frage. Aber dieser Streik ist ein Produkt gewesen von jahrelangem Aufschieben von Problemen und von Missständen. Und viele haben das als einzige Option gesehen. Denn
was da war, also man ist nicht auf die Straße gegangen für mehr Geld. Also es ging nicht um Geld. Es ging wirklich um personelle Besetzung, um Mindestbesetzung. Einfach zu sagen, hey, ich kann nicht mehr auf einer Normalstation nachts 34 Menschen alleine versorgen. Ich kann nicht auf einer Intensivstation für 4 Leute gleichzeitig da sein. Wir haben ja gerade die Geschichten gehört, wie komplex das ist, was wir alles lenken, was wir steuern müssen, was wir gleichzeitig machen müssen. Und das ist in diesem Ausmaße nicht möglich. Und die Politik weiß das. Es wird immer viel gesprochen. Es wird viel auch an Versprechen rausgegeben. Aber effektiv in der Praxis hat sich nie was verändert. Das heißt, auf der Station ist nie was angekommen. Ein Corona-Bonus zum Beispiel, eine finanzielle Zusage, das bringt uns ja nichts. Mhm. Also du gehst vielleicht dann den einen Monat nach Hause, denkst, oh ja, ich gehe mal schön was essen, flieg vielleicht noch ein Wochenende irgendwo hin, mach mir einen schönen Urlaub, kauf mir noch ein tolles T-Shirt, was ich mir sonst nicht holen würde. Aber die Arbeit bleibt ja gleich. Das heißt, Stress, Überforderung und einfach nicht diesem Ganzen gerecht werden. Wir sind ja ausgebildet, wir sind professionell auf einem hohen Level. Also wir bilden uns weiter, wir machen Fortbildung, Weiterbildung. Wir haben so viel Wissen, aber wir können das nicht anwenden. Bestes Beispiel, es wird gesagt, ja, der Patient, der müsste jetzt langsam vom Beatmungsgerät wegkommen, der müsste entwöhnt werden. Da gibt's eine Leitlinie. Eine Leitlinie, die sagt, das und das machst du. Du kannst dir so viel Zeit lassen, du musst eigentlich die ganze Zeit daneben bleiben, aber du hast diese Zeit nicht, du kannst das nicht machen. Mhm. Du kennst diese ganzen Leitlinien, aber du kannst sie nicht anwenden, weil du keine Zeit hast. Und aufgrund von diesen Tatsachen sind auch ganz viele Menschen definitiv schlechter dran, als sie eigentlich wären, wenn die Situation anders wäre. Das ist die Wahrheit. Das heißt, viele Leute werden schlechter und falsch versorgt, weil einfach nicht genügend Personal da ist. Und weil einfach keine Zeit ist. Wie fühlst du dich denn gesehen von der Gesellschaft? Es ist so, dass man das Gefühl hat, dass es immer so Phasen gibt, wo das so ein bisschen aufploppt, medial auch. Wenn es aber darum geht, dafür aufzustehen und was zu tun für eine bessere Gesundheitsversorgung, dann stehen wir alleine da. Und das macht mich so ein bisschen traurig, weil am Ende des Tages kämpfe ich nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen für mich selber, damit ich entspannter arbeiten kann. Ich kämpfe auch für bessere Arbeitsbedingungen, weil ich auch selbst betroffen bin. Also ich selbst brauche auch irgendwann mal Hilfe. Ich habe selber einen Angehörigen während des Streiks im Krankenhaus verloren und ich war am Sterbebett und es war niemand von der Pflege da, weil es keiner gewährleisten konnte in dem Krankenhaus, wo er lag. Das heißt, der Nachbar, der beste Freund, die beste Freundin, die Partnerin, jeder kann betroffen sein, jeder von uns. Und was wünschen wir uns dann? Eine menschenwürdige und vor allen Dingen gute Versorgung. Und ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft, wenn sie so dankbar ist, auch diesen Druck mit in die Politik auch mitträgt. Mhm. Weil am Ende des Tages profitieren wir alle davon. Ich gehe sogar immer noch auf den Schritt weiter. Wir werden alle früher oder später alt. Und also hoffentlich werden wir alle alt. Ansonsten sind wir vielleicht früher schon mal an dem Ort. Aber im Alter bringt es einfach fast jeden Mal an diesen Ort, dass du vielleicht mal eine Woche, vielleicht brauchst du mal einen Herzschrittmacher oder was auch immer und dann bist du mal für ein paar Tage hier und da können Dinge richtig gut laufen, es können Dinge richtig schlecht laufen. Und wenn ich heute mich für so Menschen einsetze, dann ist das vielleicht, wenn ich total gesund bin, eine Investition für die Zukunft oder eine Investition für meine Eltern, für meine Großeltern, die vielleicht auch gerade noch gesund sind, aber es ist einfach der Ort, wo man hinkommt, sobald man was Schlimmeres hat. Und dann geht's gut oder es geht schlecht. Und ich würde dich auch gerne um eine Einschätzung bitten. Unter diesem Pflegenotstand, den du angesprochen hast, würdest du sagen, dass deshalb mehr Menschen sterben? Definitiv. Traurige Wahrheit, aber muss man ehrlich sagen. Viele multiresistente Keime zum Beispiel, viele Infektionen, die verschleppt werden im Krankenhaus, entstehen durch Zeitdruck und Personalmangel. Und das ist nicht unerheblich. Viele Menschen sind länger an der Beatmungsmaschine, als sie eigentlich sein müssten, weil nicht richtig hygienisch korrekt oder mit Prophylaxen, Mobilisieren und Ähnliches gearbeitet wird. Wir möchten lange leben, wir möchten gesund sein, wir möchten diese Therapien haben, aber wir investieren da so wenig rein und das verstehe ich nicht. Warum muss dieses Gesundheitssystem so viel Profit herausschlagen? Also warum müssen Menschen damit Geld verdienen? Geld mit kranken Leuten. Ich glaube, solange wie wir diesen Anreiz haben, ist dieses Gesundheitssystem einfach gefährlich. Weil mit kranken Menschen darf man keine Gewinne erzielen. Und das macht mich sauer. Dominik, jetzt würde mich aber abschließend interessieren, was du gerne Menschen, jungen Menschen, älteren Menschen da draußen mitgeben wollen würdest.
Ja, wenn du jetzt meine Geschichte gehört hast und von Anfang an mitbekommen hast und dir denkst, der Beruf Pflege ist toll, dann kann ich dir sagen, ist er. Auch wenn wir über negative Sachen gesprochen haben, überwiegt das Positive. Wenn du in die Pflege gehst, kannst du Menschen helfen, du kannst Leben retten, du kannst in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Dieser Beruf ist unglaublich komplex und auf einer hohen professionellen Ebene und wir brauchen unbedingt junge, neue, motivierte Leute. Deswegen schau dir den Beruf an, mach ein Praktikum, guck rein und ich glaube, es wird dir gefallen. Und du siehst selbst, wenn du nicht den besten Lebenslauf hast, wenn du nicht den besten Schulabschluss hast, kannst du was erreichen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch für diesen Beruf entscheidet, wenn ihr mal reinguckt und wenn wir uns vielleicht am Ende des Tages auch als Kollege oder Kollegin sehen. Ja, das wäre schön. Also ich glaube, dass du auch sehr vielen was mitgeben kannst. Also ich würde mir wünschen, jemanden wie dich zu haben, wenn es mir mal dreckig geht. Und ich glaube, das ist auch ein Maß an Lebensglück und Zufriedenheit, was man aus so einem Beruf ziehen kann. Also ich kann dir das sagen. Ich weiß, du hast das schon tausendmal gehört. Und trotzdem habe ich einfach riesengroßen Respekt vor diesem Job und auch der Art, wie du das Ganze verkörperst. Ja, wir sind jetzt gefragt, Freunde. Jeder von uns kann sich für die Pflege einsetzen, egal ob ihr jetzt dort arbeitet oder nicht. Vielleicht habt ihr aber auch Bock, einfach dort anzufangen, mal da reinzuschnuppern. Ich würde es mir wünschen für euch und ja für uns alle. Und ihr werdet dann auch zu einer Säule, einer tragenden Säule in der Gesellschaft. Also überlegt euch und ja, Dominik, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, sehr ehrlich mit uns zu sprechen und ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr die auch unten reinschreiben. Das wollte ich nicht vergessen. Vielleicht müssen wir uns nämlich nochmal treffen, denn das wird sich nicht von heute auf morgen klären, das Thema. Das wird ein Prozess sein und ich bin total gespannt, wie das in den nächsten Monaten und Jahren sich entwickelt. Ich drücke dir hier, euch hier die Daumen, dass es besser wird und wir dürfen zur Verabschiedung nochmal winken. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.